Unter dem Motto Corona-Panik frisst Grundgesetz kamen am Sonntagnachmittag rund 650 Menschen auf dem Schweriner Bertha-Klingberg-Platz zusammen. Aufgerufen zu der Mahnwache hatte ein Bündnis Schweriner Ärzte. Angemeldet wurde die Veranstaltung von dem Schweriner Augenarzt Michael Kern. Der erste Redner auf der Bühne, Dr. Andreas Kaufhold. Der Schweriner Chirurg ist zusammen mit seiner Frau, der Hautärztin Daniela Kaufhold, Teil des Bündnisses, das mit einem Schreiben zu der Mahnwache aufgerufen hatte. Die Ärzte fordern unter anderem ein sofortiges Ende der Corona-Maßnahmen, die Abkehr vom profitorientierten Gesundheitswesen, die Obduktion jedes Corona-Toten und, so wörtlich, ärztliche Aufklärung anstatt Impfzwang. Das Gesundheitsamt hatte im Vorfeld eine Teilnehmerzahl von 300 Personen genehmigt. Im abgesperrten Veranstaltungsbereich befanden sich laut Veranstalter zu keiner Zeit mehr als 265 Personen. Wer teilnehmen wollte, musste seine Kontaktdaten eintragen. Eine Auflage, die die Veranstalter mit einem privat engagierten Sicherheitsdienst umsetzten. Rund um das abgesperrte Gelände versammelten sich viele Zaungäste. Unter ihnen auch ein prominentes Gesicht, der ehemalige Boxweltmeister Jürgen Brämer. Ja, ich unterstütze das natürlich zum Wohl unserer Kinder. Also ich finde, das ist ein katastrophal, was wir eigentlich mit den Kindern machen. Ja, dass sie keine Schulbildung bekommen, dass sie sich von anderen Kindern fernhalten sollen. Und glücklicherweise haben wir jetzt endlich mal die Spielplätze wieder auf. Und ich finde das alles halt eine Nummer zu scharf. Ja, es ist wichtig, die Wahrheit zu hören. Und was Frau Dr. Kaufhold und Herr Dr. Kaufhold von sich gegeben haben, ist die Wahrheit. Und deswegen sind wir hier. Ich bin noch nicht so lange hier, aber war bei der ersten Demo dabei. Ich bin auch niedergelassener Arzt hier in Schwerin und kann da meine Kollegen nur unterstützen. Ne? Also ist schon gut so. Also ich stehe hier für die Zukunft meiner Kinder, für eine freie Welt, für die Gültigkeit des Grundgesetzes. Mir ist bewusst, dass das EU-Recht über dem Grundgesetz steht. Aber ich lebe hier in diesem Land und ich möchte gesehen werden. Meine Stimme für dieses Land, für diese Menschen hier. Es kann nicht sein, dass wir zum Beispiel keine Wachkoma-Patienten behandeln dürfen als Therapeuten. Friseure und Podologen dürfen jetzt rein. Also es ist alles nicht logisch und nicht mehr nachvollziehbar. Und ich komme auch aus einem medizinischen Pflegeberuf. Ich habe auf Stationen mit Infektionserkrankten gearbeitet. Also ich denke, ich habe ein Sachkenntnis da und mich nervt das langsam. Neben der Kritik an den Corona-Maßnahmen stand vor allem die Kritik an der Berichterstattung durch die Medien im Vordergrund. Die Stimmung war zu jeder Zeit betont friedlich. Für die Polizei, die mit Kräften der Schweriner und der Bereitschaftspolizei vor Ort waren, gab es keinen Grund einzugreifen. Lediglich ein paar Wartende mussten im Vorfeld der Veranstaltung an den geltenden Mindestabstand erinnert werden.